Hallo. Ja, ich dachte mir, ich mache einfach mal wieder so einen kleinen Vlog und da setze mich dazu irgendwo in die Natur. Es ist tatsächlich echt ein relativ schöner Tag. Es ist nicht so warm, wie es gestern am Freitag war. Es hat ein bisschen geregnet heute. Ich bin mit meinem kleinen Brett unterwegs. Ich habe ein neues Board. Kann ich euch gleich auch noch zeigen. Aber eigentlich wollte ich so ein bisschen über das Ding, was gerade bei Clash Royale released wurde. Ich glaube, Donnerstag kam der Tweet raus. Ich kann euch den Kram auch mal einblenden. Ich kann auch einfach mal direkt auf die Seite von Clash Royale gehen. Also ich habe das auf Twitter gelesen und im Endeffekt geht es darum, find out more about in-game Tournaments. Und dazu haben sie auch ein bisschen was gepostet. Und falls ihr den Post noch nicht gelesen habt, finde ich auf jeden Fall wichtig und interessant, gerade wenn ihr viel Clash Royale spielt. Ich selber halt relativ viel mit der E-Sport-Szene zu tun gehabt, jetzt viel mit Vainglory vor allem. Und deswegen dachte ich mir, können wir einfach mal kurz drüber schnacken. Im Endeffekt der neueste Post dreht sich quasi darum, dass sie einen Turniermodus implementieren, den man freischalten muss, so wie das Clash Royale TV im Endeffekt. Also ihr wisst ja, man darf ja nicht von Anfang das Clash Royale TV sehen, beziehungsweise man sieht das nicht von Anfang an, man schaltet es erst nach einem bestimmten Zeitpunkt frei und kann dann da halt eine Errungenschaft machen, so wie das ganz am Anfang ist, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt. Und das mit den Turnieren läuft halt so, man kann das lokal machen, dass man Turniere durchführt, die quasi lokal organisiert sind. Also lokal bedeutet, du machst deinen Standort, Ortungsdienst kannst du anschalten und kannst du selber ein Turnier hosten und ein Turnier teilnehmen. Du musst dazu nicht deinen Clan verlassen und kannst entspannt einfach gegen Leute fighten, die auch in dem Turnier sind. Und das Schöne ist, du hast keine festen Turnierzeiten. Das heißt, es ist quasi wie ein Ligasystem. Du spielst eine Runde in dem, also suchst quasi in dem Turnier selber, anstatt der normalen Public Queue, suchst da und wenn du gegen jemanden gewinnst, steigst du halt oder kriegst Punkte nach oben. So haben sie es zumindest momentan released. Das ist nicht released, aber so steht das zumindest momentan in den Patch Notes. Was ich persönlich davon halte, ich finde es geil. Ich werde selber hundertprozentig auch in Turniere mitspielen. Finde das super interessant. Es gibt auch Turniere von der ESL schon für Clash Royale und ich habe definitiv Bock, da mal mitzuzocken, gucken, wie stark ich bin. Falls ihr irgendwie auch Interesse daran habt, dass wir mal so ein Abonnententurnier machen und ich mal überlege, ob ich irgendwo einen Preispool oder vielleicht eine iTunes-Karte sponsern kann oder zwei, das hätte ich definitiv auch Bock drauf, einfach mal zu sehen, ob Leute da Lust drauf haben. Momentan ist es leider noch so, dass ihr halt zwischen Clans rumjumpen müsst, um an einem Turnier teilzunehmen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich halt quasi mein eigenes Turnier starten kann, dass ich dann einfach alle Leute einladen kann und Leute, die davon sehen, einen Invite-Link oder irgendwas schicken kann und ihr kommt einfach rum, könnt eine Runde mitzocken. Was ich halt persönlich ziemlich geil finde, ist die Möglichkeit, dass du den Clan nicht verlassen musst. Und wenn man sich darüber nachdenkt, ist das halt so das, was an Clash of Clans so das Problem war. Wenn man da irgendwelche Turniere oder irgendwelche, keine Ahnung, wenn man mal Turniere machen wollte, ging das sowieso nicht, weil du konntest quasi gar keine richtigen dich gegeneinander messen, weil du das Problem hattest, dass du dich nicht gegenseitig angreifen konntest. Mittlerweile gibt es das Feature, meiner Meinung nach viel zu spät und das machen sie halt. Bei Clash Royale merkt man richtig, ich habe das Gefühl, da steckt ein anderes Team dahinter und das Team ist viel produktiver und die Dinge funktionieren und gehen in eine andere Richtung. Klar, es ist auch ein anderes Spiel. Die Playerbase ist riesig und es ist viel kürzer und man kann halt viel schneller eine Runde zocken. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin total angetan von dem Game. Aber mir macht es auch echt richtig viel Spaß. Ja, einfach, ich dachte mir, ich könnte jetzt auch einfach ein Content-Video machen, eine Runde Clash Royale zocken und mit euch darüber sprechen. Aber ich dachte mir, hatte ich mir zumindest überlegt, jeden Sonntag mal einen kleinen Vlog raushauen. Und dazu habe ich mich jetzt halt hier rausgesetzt und dachte mir, kann ich mich auch mal in die frische Luft setzen. Und ich weiß nicht, ich persönlich freue mich riesig auf dieses Update oder auf diesen, wann auch immer das kommt, das weiß man noch nicht. Ich habe Bock drauf, zu sehen, wo das hinführt und was das sein könnte. Und vor allem, ja, ich meine, Clash Royale könnte riesig werden. Es ist schon riesig groß, aber gerade wenn es dann noch so, wenn man sich das vorstellt, wie groß League of Legends schon ist, da so Bühnen zu sehen, wo Leute Clash Royale gegeneinander zocken, fände ich irgendwie geil. Vor allem, was für Plays da innerhalb von 2 Minuten stattfinden. Ey, da gibt es manchmal Dinge, die ich mir auch dem Helsinki-Turnier gesehen habe. Die Leute sind so krank gut in diesem Spiel teilweise. Und wenn ich dann selber spiele, ich bin mittelmäßig in dem Spiel, habe ein bisschen Geld dafür ausgegeben, um so hoch zu kommen. Das ist halt einfach so. Aber ich finde das Geile, gerade wenn es einen, das finde ich ganz wichtig, wenn sie das einführen, die Turniere, dass meiner Meinung nach muss es so laufen, dass du quasi auf Level 9 capst und sagst, okay, oder Level 10, oder kannst aussuchen, okay, wir machen eine Level 5 Arena, Arena 5, Arena 6, Arena 8, was auch immer, Level 8, was auch immer du aussuchen kannst, okay. Und kannst zum Beispiel sagen, okay, wir bannen aber Funky, oder wir bannen das und das, oder irgend so Geschichten kann ich mir... Scheiß Zug. Könnte ich mir in der Zukunft vorstellen, also da gibt es auf jeden Fall viele Dinge, die passieren könnten. Naja, schreibt mir auf jeden Fall was in die Kommentare, was ihr von diesem ganzen Ding
halte dich, weil es nicht alle von dir spielen Clash Royale, deswegen auch nochmal so ein bisschen ein anderes Thema ganz kurz angeschnitten, falls du es bis hierhin geschafft hast. Was für Content kommt auf meinem Kanal und mache ich vielleicht einen neuen Kanal auf, mache ich auf dem Kanal hier weiter? Das ist alles eine gute Frage, weiß ich auch gerade nicht so genau. Ich will einfach gerade, macht es mir unglaublich viel Spaß, Clash Royale Content hochzuladen. Ich habe so ein bisschen andere Ideen auch schon im Kopf, habt ihr auf, wenn ihr mir auf Twitter nicht folgt, solltet ihr auf jeden Fall tun, falls ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr zu wissen, was bei mir passiert. Ich habe auf jeden Fall vor, andere Sachen zu Let's Playen. Es werden nicht nur Mobile Games sein, weil ich einfach ehrlich zu mir selber sein will und Games spielen will, wo ich Bock drauf habe. Und ich will auch diesen Kram hier weitermachen, den Vlogging-Kram, aber in was für einem Ausmaß und wie genau, das kommt alles so ein bisschen, ich lasse es ein bisschen auf mich zukommen. Sag mir eure Meinung dazu. Ich meine, es ist ganz wichtig für mich zumindest, gerade weil wir jetzt eine relativ kleine Community sind und irgendwie so ich das Gefühl habe, dass wir nicht von vorne anfangen, aber so langsam wieder wachsen. Ist auch schön, ich sehe viele Kommentare immer für den gleichen Leuten wieder, was ziemlich geil ist. Auch wenn das immer so rüberkommt, wenn YouTuber sagen, wenn sie irgendwie 20.000, 30.000 aktive Kommentare haben und sagen, ja, ich mag jeden von euch. Und das meinen die Leute auch ernst. Also ich kann nicht für alle sprechen, aber die meisten meinen das ernst, weil ohne euch funktioniert YouTube als YouTuber nicht. Und für mich ist es gerade so was komplett anderes, weil die letzte Zeit, wo ich halt mit YouTube aufgehört hatte, war das bei mir natürlich eine ganze Ecke aktiver und man kann dann nicht so gut verfolgen, was andere Leute schreiben. Aber mittlerweile erkenne ich halt viele Leute wieder. Ich sehe auch manche alte Gesichter, Avatare, die schon echt lange zuschauen. Ich schweife schon wieder ab und weiß schon gar nicht mehr, über was ich alles geredet habe. Aber ja, schreibt mir einfach eure Ideen zu Clash Royale, eure Ideen zu Let's Plays oder wie ihr euch den Kanal an eurer Stelle vorstellt, ob ihr es gut fändet, einfach einen neuen Schnitt zu machen, einen Kanal von 0 Abonnenten und wieder anzufangen und zu schauen, wie weit wir es schaffen. Oder ob Leute Bock haben, mir auf einem weiteren Kanal oder auf einem anderen Kanal zu folgen, der dann halt ein Mix aus allem ist, wo keine Leute dann sagen können, hey, wo bleibt Clash of Clans? Kann ich vollkommen nachvollziehen, das möchte ich auch nochmal sagen für alle Leute, die dann immer meinen, mich verteidigen zu müssen. Ich verstehe das, wenn Leute kommen und sagen, hey, wo bleibt Clash of Clans? Es ist vollkommen nachvollziehbar, weil das ist der Content, mit dem ich angefangen habe. Das ist halt auch deswegen nachvollziehbar, weil die dann denken, ja geil, damit hat er angefangen, warum macht er damit nicht weiter? Und das haben halt mir nicht alle Videos geguckt, klar, weil es nicht alles Clash of Clans war und dann auch nicht mitbekommen, dass ich halt nicht mehr so Bock drauf hatte. Ja, aber wir beenden das ganze Ding einfach mal an der Stelle. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt, aber eure Meinung ist mir wichtig. Schreibt sie mir in die Kommentare und das war's mit meinem Sonntag-Vlog. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Viele von euch haben Ferien. Ich werde trotzdem weiterhin die Videos um 6.30 Uhr rausklatschen. Finde ich ganz gut. Ich mag die Uhrzeit. Auch wenn ich da meistens noch schlafe, was heißt meistens immer. Und jetzt, ja. Ach, mein Longboard wollte ich euch noch zeigen. Okay.